Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zu Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past. Mir ist gerade der Titel entfallen, ich wollte Ocarina of Time sagen. Nee, und ja, die Abkürzung letzte Folge war ein bisschen, ja, hart. Ich weiß gerade echt nicht, ehrlich gesagt, gar nicht, wie ich oben rechts diese Lampe ändern kann in die Bombe. Aber gut. Wollen wir mal gucken? Es geht nämlich jetzt los. Unser erster Dungeon wartet auf uns. Und ja. Oh, direkt in eine Dingens hier gelaufen. Gucken, kann ich die ja nicht töten? Wie läuft das hier? Okay, nice. Perfekt. Okay, hier geht's auf jeden Fall nicht lang. Muss ich mal gucken. Hier geht's auch nicht lang. Oben vielleicht. Jawohl, hier ist eine Treppe. Schöne Musik übrigens. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal kurz nach rechts. Da sind wir hergekommen. Gut. Das heißt hier auch nicht. Dann gehen wir auch mal hier wieder nach rechts. Und ja, hier runter gehe ich von aus. Dann greifen wir den mal kurz an. Eins, noch einen dritten. Jawohl. Gib dem einfach mal Emeralds. Perfekt. Ich weiß nämlich vielleicht, wie man diese Bomben da oben plantet. Das würde ich noch ganz gerne rausfinden. Muss ich mal gucken. Vielleicht brauchen wir die in der Folge. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, wie gesagt. Was diese Dinger hier bewirken, weiß ich auch nicht. Irgendwie machen die mir gar keinen Schaden. Ja, aber den holen wir erstmal. Komm her. Stirb doch. Genau. Bei denen gehe ich erstmal lieber auf Nummer sicher, weil ich will hier wieder kein Leben verlieren. Und das hier oben rechts sieht doch sehr nach einem Dungeon aus. Würde ich sagen. Wir gehen einfach mal rein. Ostpalast. So, dann nehmen wir direkt erstmal hier den Topf. Okay, hier kann man reingehen. Was sind das hier für komische Augen? Das sind wahrscheinlich nur so. Gut, scheint, ja, drei Eingänge zu geben. Ich würde jetzt spontan den in der Mitte nehmen, aber wir fangen einfach mal chronologisch an. Und okay, das war's dann auch schon mit dem rechten Eingang. Das heißt, wir nehmen den linken, den in der Mitte. Da müssen wir erst hier über diesen Knopf laufen. Jetzt ist auch nur der, was ist hier, was macht der? Es ist auch nur der in der Mitte möglich. Achso, da können wir ja oben da entscheiden, ob das Tor offen oder zu ist. Natürlich sollte es offen sein. So, jetzt. Ist hier noch ein Weg? Nee. Oh, fuck. Ich sehe schon, ich bin gleich tot. Große Kugel. Scheiße. Okay, ich hab's verstanden, das Prozedere. Ja, komm, ich weiß. Wir wissen, dass wir durch die Mitte gehen müssen. Und ja, los geht's. Ach, verdammt, ich renne ja schon wieder rein. Ich mach's nicht besser. So. Wie gesagt, ab geht die Post. Ich kann auch theoretisch. Ja, theoretisch kann ich so immer ausweichen. Perfekt. Perfekt, Freunde, perfekt. Warte mal, sind wir hier nicht weg? Ach nee, okay. Hier ist so eine Truhe. Jawohl. Mal gucken, was da so drin. Oh, nice. 100 Smaragde. Leider kein Herz. Aber gut. Was nicht ist, ist nicht. Ich weiß, dass ich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schlecht mit dem ganzen Leben umgehe. Okay, wir müssen hier sowieso lang. Aber, pff, was soll's. Ich möchte aber jetzt auch nicht zwischenspeichern oder so. Ah, perfekt. Hier haben wir direkt ein Herz. Und hier können wir auch direkt reingehen. Okay, was ist denn das hier? Das klingt immer noch hundertprozentig wie ein Hau ab. Komm, die töte ich einfach mal kurz alle.
Oder auch nicht. Wir gehen einfach mal hier rein. Was habt ihr jetzt da? Oh, verdammt. Nice, ich kann ja auch den Topf am Kopf werfen. Perfekt. Perfekt. Freunde, das ist perfekt. Oh, ich habe Energie, einen Energiebalken aufgenommen, ein Energiebündel aufgenommen. So, jetzt können wir hier rein. So, und erstmal die... Jawohl. Ich habe einen Kompass gefunden. Das ist die Frage, wie kann ich den Kompass benutzen? Ach so, hier oben. In Etage 1 ist er also. Gut, wir befinden uns noch im Erdgeschoss. Was ist das hier? Kai, ich bin es. Sahasrala. Berührst du diesen Stein, kann ich telepathisch in Verbindung mit dir treten. Ich habe einen Rat für dich. Der Schatz, der in diesem Palast versteckt ist, kann dir helfen, gepanzerte Gegner zu bezwingen. Okay, das heißt, wir müssen diesen Stein ja berühren. Blabla, Telepathie. Hier können wir sowieso noch nicht lang, ne? Jawohl. Könnten wir theoretisch einen Bomben blenden, aber gut, egal. Ich schmeiß die mal hier kurz mit dem so einen Beul ab. Ich glaub, das juckt den gar nicht. Okay. Doch, verdammt. Okay, man kann ihn also nicht berühren. Achso, verschlossen. Gut. Hier geht's also zum Boss. Hier ist eine fette Chest. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass hier der Schlüssel drin zu sein scheint. Achso, nee, hier brauche ich den. Okay, hier brauche ich auch noch einen Schlüssel. Gut. Nice, erstmal ein schönes Herz gefunden. Ja, komm weg mit dem. Okay. Hier unten ist ein Aufgang. Gut. Hier können wir hochgehen und hier können wir reingehen. Oh, was ist das denn, Alter? Oh! Was? Was? Was ist das? Warum fliegt das hier so lang? Oh Junge, ich hoffe, wir finden hier noch ein paar Herzen. Ja, oh nice. Gut, dann kann ich nämlich das hier den Skeletten an den Kopf werfen. Jawohl, ein paar Bomben. Und hier scheint nichts mehr zu sein, außer... Ach, na, jawohl. Das ist aber nur ein kleiner Schlüssel. Gut, damit könnten wir natürlich an die Kiste ran oder den Bossgegner. Die Tür zum Bossgegner öffnen oder die Tür hier zu öffnen. Ich glaube, wir öffnen mal die Tür hier zu. Das scheint mir irgendwie momentan am plausibelsten. Ich weiß, dass wir den Schlüssel für andere Sachen hätten brauchen können, aber gut, egal. Also hier muss ich hier rein. Und was ist hier? Da kann man nur mit dem Schlüssel rein. Und hier sind noch Skelette. Ach, weißt du. Erstmal hier ein so ein Skelett verprügeln. Okay, wir verprügeln erstmal kurz alle, damit wir hier erstmal unsere Ruhe haben. Und wir schmeißen einfach mal kurz hier so einen Tontopf am Kopf. Und wir sind hier auch nicht noch welche. Nee, gut, dann muss ich hier den nehmen. Oh, verdammt, nicht getroffen. Gut, der ist tot und dem werfe ich noch so einen Kopf. Weil ich weiß jetzt halt nicht genau. Oh, verdammt. Ja, ich weiß. Kann ich das hier vielleicht anzünden? Ja! Nein! Oh, fuck! Scheiße, Jungs, scheiße. Oh mein Gott, nein. Ja, jetzt ist es ärgerlich, dass ich gestorben bin. Jetzt ist es ärgerlich. Ich gehe davon aus, dass wir ziemlich nah am Ziel waren. So. Ah! Ah!
Gut, immerhin wissen wir jetzt ungefähr, wie wir langlaufen müssen. Oh, Junge, Junge, Junge. Das ist hier kein Kindergeburtstag, Freunde. Das ist ja ganz klar. Was ist das hier? Gut. Die Schranke öffnen. Ungefähr so müssen wir ja hier vorgehen. Gut, hier rein. Genau, jetzt spawnen ja hier diese Skelette. Oder nicht? Doch, klar. Aber warum spawnen die erst jetzt? Das ist scheiße. Die hätten ein bisschen früher spawnen müssen. Und die spawnen noch irgendwie nur zwei. Ja gut, dann können wir die nochmal kurz so fertig machen. Das ist ja kein Thema. Hier ist noch ein Herz. Perfekt. Und rein da. Ab durch die Mitte. Und das hatten wir schon geöffnet. War keine Ahnung, was da drin war. Gut, hier ist das mit dem Telepathie. Und hier kommen wir vielleicht mit einer Bombe durch, die ich jetzt aber irgendwie nicht usen kann. Gut, hier war dann das. Jawohl. Können wir den mal kurz hier an den Kopf schmeißen. Dass der weggeht. Und hier kommen wir mit einem großen Schlüssel ran. Den wir aber erst suchen müssen. Nehme ich mal kurz den hier. So, zack. Nice, ein bisschen Staub. Perfekt und hier durch, super. Super klasse. So, sind wir ja schon wieder fast am Ziel und noch 4 Herzen. Super. Gut, jetzt war es hier ein bisschen risky. Da muss ich glaube auf diesen Knopf gehen und dann da. Warte mal, jetzt links rechts war die Truhe, das heißt ich muss hier links rein. Genau, und dann kann ich hier durch. So und hier. Jetzt bin ich ja schon wieder ziemlich. Oh, verdammt. Ziemlich am Ende. Warte mal. Nee, da wo ich gestorben bin. So. Ich gehe davon aus, dass irgendwas in diesem Topf drin ist. Ich da vielleicht irgendwie was hinwerfen muss. Gut. Und ich weiß nicht, wie diese Augen kaputt gemacht werden können. Okay. Nicht, dass man die hier so kaputt macht. Ja, wenn der mal hier kommen würde. Also, mir erstmal ein Herz ein. Optimal. Das scheint nichts zu bewirken. Hier ist noch ein Herz. Ich weiß halt nicht, was hier so gerade ist. Aber wir müssen nämlich irgendwie diese Augendinger kaputt machen. Das scheint mir jetzt gerade die plausibelste Lösung. Nur keine Ahnung, wie. Das ist gerade Kacke. Man muss die sprengen, hundertprozentig. Wie kann ich jetzt da die Bombe auswählen? Boah, keine Ahnung. Ich guck mal kurz nach, ich bin da. So Freunde, ich habe mal kurz gelesen, wie das Ganze jetzt funktioniert. Und zwar müssen wir den Typen hier, können wir verwunden, indem wir ihm immer auf das Auge hauen. Das hatte ich ja vorhin, hatte ich ihn mal geschlagen. Aber da hatte ich ihn, glaube ich, nur seitlich getroffen. Das Ganze war ein bisschen blöd. Da hat er nämlich keinen Schaden bekommen. Und jetzt müssen wir nämlich immer in die Fräse hauen. Und dann irgendwann sollte das Ganze mal funktionieren. Ich muss ja natürlich wieder aufwachen. Ja, komm her. Und noch einen zweiten Schlag. Jawohl. Jetzt haben wir dein Herz bekommen. Und jetzt sind diese Feuerteile hier los. So, gehen wir kurz die Kiste auf. Und jawohl. Da ist der Boss-Key. Wo kleine Schlüssel versagen. Ja, okay. Warte mal. Da oben ist noch eine Tür. Ja gut, wahrscheinlich mit einer Bombe durch, die ich aber jetzt irgendwie nicht planten kann. Was ich aber nochmal gucken wollte, man kann nämlich irgendwie das machen. Aber ich weiß nicht, wie man das Inventar öffnet. Das. Moment mal.
Freunde, ich habe es gerade herausgefunden. Und zwar muss ich diese Taste drücken. Und wir können alles auswählen. Wir können hier die Bomben, den Boomerang, das hier Fackel, beziehungsweise die Lampe. Wir können hier alles auswählen. Ich bin so dumm. Okay. wir, würde ich sagen, picken erstmal die Bombe. Das, die erstmal planten. Ah, nee, warte mal. Ich glaube, der Boomerang wäre hier nicht von schlechten Eltern. Dann können wir nämlich dann mal hier eben so werfen. Der kostet ja auch keine Energie. Und, ja. So, natürlich jetzt wieder die Lampe. Achso, nee, okay, gut. Die haben wir also immer dabei. Ja. Ich laufe mal kurz vor euch weg. So. Sorry. Okay, wir können natürlich irgendwo noch einen Bogen herbekommen. Junge, Junge, hab ich Husten. Das tut mir auch übel leid hier. Aber gut. Erstmal. Lol, das war gerade ein super Bug von mir. Es war ein bisschen schlecht. Und. So, jetzt können wir nämlich erstmal hier. Können wir erstmal den Boomerang um Ohren klatschen. Macht jetzt nicht so viel Damage, aber. Jawohl. Und hier können wir erstmal die Chest öffnen und bekommen den Bogen. Oh, ich habe sogar 10 Pfeile. Warum fliegen jetzt Köpfe hinter mir her? Hilfe! Schnell hier rein. Warte mal. Hier ist ja der Bosskampf. Ich würde sagen, das war's mit der Folge für heute, Freunde. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Zelda und ja, mit dem Bosskampf. Einen schönen Tag, haut raus, bis dahin. Ciao, ciao.